So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich jetzt die FIFA 365 Booster. Gerade hatte ich ja die Sticker für euch geöffnet. Und jetzt kommen die Booster. Und warum habe ich das alle geöffnet? Weil ihr habt gesagt, ihr möchtet davon gerne ein Video haben. Habt mir aber vergessen zu sagen, was. Ob Sticker oder Booster. Deswegen habe ich jetzt beides produziert für euch. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video verlinken. Und ihr wisst, hier gilt dasselbe Prinzip. Wenn ihr mehr über den Verein oder den Spieler wissen wollt, immer wieder auf Pause drücken. Und wirklich wichtig, sagt mir, ob ihr Booster oder Sticker lieber geöffnet haben wollt. Weil das ist wichtig, dann brauche ich nicht sofort zwei Videos zu machen. Von im Prinzip die gleiche Sache. Entweder Sticker oder Booster. Weil ihr kennt mich, ich mache gerne vieles verschiedene Sachen. Aber nichtsdestotrotz kann man das ruhig mal machen. Weil ich muss ja meine Mappen und Stickeralbum auf jeden Fall vollkriegen. Wie weit ihr schon seid, das könnt ihr mir gerne posten. Und ich kann es nicht immer oft genug wiederholen. Ich werde andauernd gefragt, wo kaufe ich die denn? Ich werde alles, was ich kaufe oder bestelle, immer unter ein Video verlinken. Wenn der Link nicht drin ist, dann schreibt mir an oder schreibt mich an, werde ich den Link immer wieder aktualisieren. Und jetzt genießt erstmal weiter die Spieler oder die einzelnen Karten. So, ein Booster-Tütchen werde ich noch öffnen für heute. Und ich hoffe, dass ich jetzt das Wunschvideo richtig gemacht habe. Ich habe ja beides geöffnet. Also kann es auf jeden Fall nicht falsch sein. Da ist der Verein, über den man lange reden könnte. Also. Das waren jetzt die Booster und sage deshalb wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.